Hi, Florian von Rockstar TV hat mich gebeten, ein bisschen was zum FSI zu erzählen. Vielleicht vorneweg, ich bin Simon, bei Kendall im Endeffekt für alles Technische zuständig. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Offensichtlich eine neue Plattform, FSI 2019 vorgestellt. Hier in der, wie ich finde, definitiv coolsten Lackierung, angelehnt an die 90er, an die glorreichen Zeiten von Tinker URS. Natürlich nur die Optik Oldschool, das Innenleben ist die neueste Technologie, die wir haben. Wir haben einen asymmetrischen Hinterbau, wir haben unsere eigene Kurbel verbaut und natürlich ganz, ganz wichtig, wir haben die neue Lefty Ocho verbaut. Alles in allem erreichen wir ein Gewicht von unter 9 Kilo mit dem Rad und ja, momentan wahrscheinlich so die schnellste Cross-Country-Pfeiler am Markt, würde ich behaupten. Also, das ist unsere neue Gabel, Lefty Ocho. Ja, unglaublicherweise doch, es hält, auch wenn sich viele die Frage stellen. Was natürlich am signifikantesten ist, wir haben nur noch eine Gabelbrücke. Das können wir realisieren, weil die Gabel jetzt als reine Cross-Country-Plattform angeboten wird. 100 mm Federweg, unglaublich leicht. Wir sprechen von einem Gewicht in Carbon von 1435 Gramm circa. Damit sind wir ganz vorne mit dabei. Was die Steifigkeit angeht, haben wir aber keine Einbußen gemacht. Das heißt, für den Cross-Country- und Marathon-Racer momentan das beste Paket aus Steifigkeit und Gewicht. Und was die Sensibilität angeht und das Ansprechverhalten, definitiv auch ganz vorne mit dabei. Wir haben nach wie vor unsere linearen Nadellager in der Gabel, in einem neuen Design. Wir haben nur noch drei Nadellager, dadurch haben wir ein bisschen mehr Platz in der Gabel, können die auch miteinander verbinden. Das macht die ganze Gabel nochmal ein Ticken sensibler, was das angeht. Gleichzeitig eine komplett neue Dämpferkartusche, ist übrigens inspiriert vom Motocross. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt auf einem technischen Stand, wo wir wirklich sagen, ja, viel mehr geht nicht mehr, ne? Also danke Florian, dass du da warst und quasi deine wertvolle Zeit mit uns von Kendall verbringst. Und ja, ich würde sagen, heute Abend kommst du auf ein Bier vorbei, ne?